Als nicht verheirateter Mensch dachte ich, die Ehe sei nichts für mich. Als ich 34 Jahre alt war, habe ich ein Mädchen aus China adoptiert. Der Grund dafür war, dass viele Familien im ländlichen China Jungen bevorzugen. Sie wurde nach ihrer Geburt von ihren Eltern verlassen und lebte dann ihr ganzes Leben lang in einem Waisenhaus. Der Prozess der Adoption eines Kindes ist sehr langwierig, vor allem in diesem Fall der internationalen Adoption. Es muss eine riesige Menge an Papieren und Unterlagen eingereicht und verschiedene Genehmigungen eingeholt werden. Während dieser Zeit reiste ich viele Male nach China. Am Ende konnte ich das Kind adoptieren und bin sehr glücklich. Ich liebe sie sehr und sie hat mir so viel Freude bereitet. Sie ist inzwischen zu einer hervorragenden Studentin herangewachsen und wird in 6 Monaten ihren Abschluss machen. Während dieser Zeit war ich jedoch in einer sehr schlechten psychischen Verfassung. Ich fühlte mich manchmal ängstlich und dachte an negative Dinge oder machte mir Sorgen um die Zukunft meiner Tochter. Zu dieser Zeit ging ich ins Krankenhaus, um mich untersuchen zu lassen, und meine Blutkörperchen waren stark gesunken. Der Arzt sagte mir, dass ich mich einer Dialysebehandlung unterziehen müsse, um in diesem Zustand am Leben zu bleiben. Gleichzeitig fragte der Arzt mich, ob ich in letzter Zeit andere Symptome von Unwohlsein gehabt hätte. Ich erzählte dem Arzt, dass ich in den letzten Monaten häufiger meine Periode hatte. Zuvor hatte ich mir keine Sorgen gemacht und dachte, das läge nur daran, dass ich lange aufbleibe und viel arbeite. Nach einer weiteren Untersuchung durch den Arzt wurde festgestellt, dass die starken Regelblutungen durch Myome verursacht wurden. Der Arzt sagte mir, dass dies unbehandelt zu Blutungen führen und lebensbedrohlich sein könnte. Der Arzt riet mir zu einer sofortigen operativen Entfernung meiner Gebärmutter, um eine weitere Verschlechterung meines Zustands zu vermeiden. Ich war schockiert und verängstigt, als ich diese Nachricht hörte. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal an einer solchen Krankheit leiden würde. Als der Arzt mir den Termin für die Operation nannte, wollte ich den Eingriff verschieben, weil ich die Abschlussfeier meiner Tochter nicht verpassen wollte. Der Arzt sagte mir jedoch, dass sich die Krankheit verschlimmern würde, wenn ich mich nicht rechtzeitig operieren ließe. Zur Vorbereitung auf die Operation musste ich mir im Krankenhaus eine Bluttransfusion geben lassen, um einen reibungslosen Ablauf der Operation zu gewährleisten. Bei der Bluttransfusion fühlte ich mich sehr unwohl. Obwohl die Operation gut verlief, war der Genesungsprozess sehr schmerzhaft und langwierig. Jeden Tag nahm ich meine Medikamente ein und trieb regelmäßig Sport. Obwohl ich von diesen Maßnahmen müde war, wusste ich, dass dies der Weg war, um wieder gesund zu werden. 2 Monate nach der Operation saß ich im Büro und sortierte Kundendaten. Plötzlich spürte ich, wie sich das ganze Büro drehte. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich auf dem Boden des Büros ohnmächtig wurde. Als ich wieder aufwachte, befand ich mich im Krankenhaus. Ich hatte starke Schmerzen an der Operationswunde. Die Ärztin sagte mir, dass meine Wunde stark infiziert sei und dass sie nicht wisse, was los sei, aber dass sie alles tun würde, um mir zu helfen. Ich wurde in den Operationssaal gerollt. Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper aufhörte zu funktionieren. Plötzlich spürte ich ein unbeschreibliches Gefühl der Erleichterung, und die Schmerzen schienen im Nu zu verschwinden. Ich konnte sehen, wie die Ärzte und Krankenschwestern ihrer Arbeit nachgingen, und es schien, als würden sie etwas für mich tun. Ich konnte hören, wie sich die Schwestern unterhielten, und sie sagten, mein Zustand sei sehr ernst. Ich konnte ihre Sorge und Besorgnis spüren,
aber ich konnte in keiner Weise darauf reagieren. Plötzlich sah ich in meinem Blickfeld eine Gestalt mit wunderschönen Flügeln und einer Aura von Wärme und Liebe erscheinen. Ich erkannte, dass dies mein Schutzengel war. Er sagte mir, dass er immer an meiner Seite sei und über mich wache. In seiner Gegenwart fühlte ich einen Frieden und eine Ruhe, wie ich sie noch nie zuvor empfunden hatte. Neugierig geworden, fragte ich den Engel, ob ich gestorben sei. Was würde dann passieren? Der Engel antwortete, ich werde dich an einen Ort bringen, an dem du die Antworten bekommst, die du suchst. Dann fragte ich den Engel, kann ich meinen toten Vater sehen? Der Engel antwortete, du kannst ihn sehen, wenn du willst. Der Engel führte mich in einen hellen Raum. Hier fühlte ich Liebe und Frieden, ein Gefühl, das ich noch nie zuvor erlebt hatte. Ich hörte wunderbare Musik und bewunderte die schöne Landschaft. Der Engel sagte mir, dass ich diesen Ort ohne Zeitbegrenzung erkunden könne. Es war eine Welt der Harmonie, frei von Schmerz und Sorgen. Plötzlich spürte ich, wie ich mich unkontrolliert rückwärts bewegte. Ich war wieder in meinem Körper, und der Schmerz hatte mich wieder eingeholt. Die Geräusche des Krankenhauses wurden wieder deutlich und ich hörte Ärzte und Krankenschwestern ununterbrochen kommunizieren. Nach einer Weile begann mein Bewusstsein wieder zu verschwimmen. Ich war wieder in der Gesellschaft von Engeln. Während dieser 3 Tage reiste ich viele Male zwischen den beiden Welten hin und her. Diese Erfahrung war für mich sehr magisch. Wenn ich bei den Engeln war, fühlte ich mich wie ein leuchtender Stern. Dieses Licht ist fließend und schafft eine wunderbare Verbindung mit den Engeln. Ich habe hier viel über den wahren Sinn des Lebens gelernt. Wir alle haben eine innewohnende Liebe, die unsere angeborene Natur ist. Aufgrund verschiedener Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben können wir diese Liebe jedoch verlieren oder sie tief in uns vergraben. Der Engel sagte mir, dass es meine Aufgabe ist, die Liebe in mir zu finden und weiterzugeben, um denen zu helfen, die sie verloren haben. Er sagte mir auch, dass wir verschiedene Wege wählen können, um diese Mission zu erfüllen, aber das Endziel ist immer dasselbe. Wir sind alle gleich und das ist der Sinn unserer Existenz. Dann führte mich der Engel in einen wunderschönen Garten. Dort sah ich meinen Vater. Wir gingen langsam aufeinander zu, und ich konnte seine Wärme und Fürsorge spüren. Bevor mein Vater gestorben war, hatte ich kein gutes Verhältnis zu ihm. Als er noch am Leben war, fühlte ich mich sehr frustriert und enttäuscht. Ich wollte unsere Beziehung immer wieder reparieren, aber es ist mir nie gelungen. Als ich jedoch meinen Vater im Himmel traf, verschwanden alle Missverständnisse. Die Kommunikation zwischen uns wurde sehr klar, und es gab keine Barrieren mehr. Mein Vater sagte mir, dass er mich immer sehr geliebt hatte, aber nicht wusste, wie er es ausdrücken sollte. Er fuhr fort zu erklären, dass er eine sehr schwierige Zeit gehabt habe und dass er sich deshalb gleichgültig verhalten habe. Es tue ihm leid, dass er mich habe verletzen lassen. Wir entschuldigten uns gegenseitig, und damit war das Missverständnis zwischen uns ausgeräumt. Wir waren sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, unsere Beziehung im Himmel zu reparieren. Wir unterhielten uns hier sehr lange. Ich erzählte meinem Vater, dass ich die Ehe immer als lästig empfunden hatte und mich lieber auf meine Karriere konzentrieren wollte. Mein Vater sagte mir, was er dachte. Er sagte mir, er bewundere meinen Willen, meine Träume zu verfolgen, betonte aber auch die Bedeutung von Beziehungen. Er wollte nicht, dass ich die Liebe aufgeben sollte.
Er fuhr fort, gleichzeitig verstehe ich, woher du kommst. Jeder hat seinen eigenen Weg zu gehen, und solange man sich glücklich und zufrieden fühlt, ist das auch richtig so. Diese Worte haben mich sehr berührt. Schließlich sagte mein Vater zu mir, ich weiß, dass du eine gute Mutter bist. Deine Tochter wartet darauf, dass du zurückkehrst. Jetzt ist es an der Zeit, zurückzugehen. Ich fragte den Engel neben mir, kann ich zurückgehen? Der Engel sagte, es liegt an dir zu entscheiden, ob du bleibst oder zu deiner Tochter zurückgehst. Ich weiß, dass mein Kind mich braucht. Wenn ich bleibe, wird sie die einzige Familie verlieren, die sie hat. Das ist etwas, das ich nicht erleben möchte. Ich kann sie nicht so verantwortungslos zurücklassen. Ich weiß, dass ich eines Tages wieder hierher zurückkehren werde, aber für den Moment ziehe ich es vor, zur Erde zurückzukehren und mein Leben weiterzuleben. Nachdem ich mich von meinem Vater verabschiedet hatte, hielt der Engel sanft meine Hand. Dann begannen wir unseren Abstieg nach unten und verließen dieses wunderschöne Paradies. Ich fühlte mich ein wenig verloren, aber ich wusste, dass es die richtige Entscheidung war. Mit der Hilfe der Engel begann ich, mich allmählich in meinen Körper zu integrieren. Ich spürte, wie mein Körper schwer wurde und meine Atmung stärker wurde. Als ich die Augen öffnete, fand ich mich in einem Krankenhausbett liegend wieder. Die Ärzte und Krankenschwestern waren um mich herum versammelt, und sie sahen alle glücklich aus. Sie sagten mir, dass es mir viel besser ginge, was eine große Erleichterung war. Der Arzt sagte mir, dass mein Blinddarm vor 3 Tagen geplatzt war, aber zum Glück hatte sich die Infektion nicht in meinem ganzen Körper ausgebreitet. Er beschrieb meinen Zustand mit dem Wort "Oh Wunder". Wäre ich ein paar Stunden später gekommen, hätte das Ergebnis ganz anders aussehen können. Nach dieser Erfahrung ist mir sehr bewusst, wie zerbrechlich das Leben ist. Ich habe aufgehört, meine Zeit mit trivialen Dingen zu vergeuden und mich auf wichtigere Dinge wie meine Familie und Freunde konzentriert. Bei meiner letzten medizinischen Untersuchung erzählte ich meiner Ärztin von diesem Erlebnis. Ihr Gesichtsausdruck wurde steinern. Sie sagte mir, dass sie mich in diesen 3 Tagen mit aller Kraft behandelt hätten. Aber sie waren sich nicht sicher, ob ich überleben würde. Sie glaubte, dass es Engel gab, die mir halfen.